Hey, Zach. Remember this movie? 1997, directed by Luis Losa. Anaconda. Natürlich. Wer kann sich nicht an Anaconda erinnern? The movie where the famous John Voight goes crazy with a rifle. Jennifer Lopez. Eric Stoltz. Even, is that an all-star cast or what? The scene in the beginning where Danny Trejo climbs up a ladder with a pistol in one hand is a must-see. It stole my heart within the first 5 minutes. Okay, back to the real world. We're on an important mission right now, aren't we? Ich traue nicht. Komm schon, die verprügeln wir, die Bienen. Ja! Bam! Bienen verkloppt. Weil warum nicht? Ich hätte dem Spiel wirklich zugetraut, dass die Killerbienen wie einfach nur als ganz große Bienen dargestellt werden. Aber es sind tatsächlich einfach nur kleine, dicke... Also es sind Schwärme, keine kleinen, dicken Bienen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und einfach nur Schwärme. Hässliche 2D-Sprite-Schwärme, auf die man schießt mit der Pistole und dann fliegen sie weg. Natürlich. Warum auch nicht? About 3 years ago, I met a man who had a pair of anaconda skin shoes. He said they were a trophy from a snake he hunted and skinned all by himself. Could you kill something and then wear its skin? I couldn't. No thanks. I fail to see any difference between that and a crazed murderer who carries pieces of his victims home with him. Zach, I never knew that following oracles was such back-breaking work. I really needed this cigarette. I think I'm on the verge of losing my mind. On the verge of losing your mind? Ich glaube, den Punkt haben wir schon lange überschritten. Aber gut. Now we just need to find one pressed white gora. He was very clear that it had to be pressed. Do they sell pressed flowers in stores here? I think I'm stumped, Zach. Perhaps we better go ask our well-informed concierge for help. Okay, für die Nebenquest müssten wir 30 Bienenschwärme töten, 30 Killerbienen. Wir haben jetzt 2. Ich weiß nicht, ob ich das machen will, aber ich heb mal noch auf, was hier noch so im Park rumliegt. So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here. So I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one with Schwarzenegger, where there's all these clones. The Sixth Day, 2000. Na gut. Ich schätze, hier liegen noch die alten Anaconda heute. Die ursprünglich eigentlich... für die Mission waren. Aber vielleicht muss ich mich quasi einfach, wenn ich die Welt so durchquere, ein bisschen in den Bäumen umsehen und Ausschau halten, ob da Bienenwaben in den Bäumen hängen, wenn ich Killerbienen finden will. Beim ersten Angriff war zumindest ein Bienenstock gleich ganz in der Nähe dann. Ah, das ist zumindest ein UFO. Ah, da ist ein Bienenstock. Aber keine Killerbienen weit und breit. Aber Flügel. Ah ja, da kamen jetzt welche raus. Cool. Na gut, dann weiß ich jetzt zumindest. By the way, Patty, what do you usually do? Es geht theoretisch.
Na, solange jetzt hier noch Bienenstöcke sind, machen wir noch ein bisschen weiter, oder? Okay. Aber das ist gut zu wissen. Bienen im Park neben der Kirche, wenn ich mal wieder welche brauche. Aber dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Kirche. Und kümmern uns um den... Achso, nee, Quatsch, wir müssen ins Hotel erstmal. Wir brauchen hier noch diese komische gepresste Blume. Von der ich jetzt gerade erst gecheckt habe, dass es sich um eine Blume handelt. Ich dachte, der will irgendeine komische Kerze oder so. Überall boshafte, diebische Eichhörnchen. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. Dann hier in dem Park auch Killerbienen gibt zum Beispiel. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such... Ah, komm schon, beinahe wär's... Das ist so blöd, dass die hier einen Ausgang gebaut haben, aber man kann ihn nicht nutzen, weil der Bordstein zu hoch ist. Das ist so bekloppt. Ich bin mir sicher, das ist nicht Absicht gewesen. Aber gut. Oh nein, mein Skateboard ist bald kaputt, oder wie? Ach so, 50%, das geht ja. Das geht ja. Ich glaube, ich sollte nicht so oft gegen Wände knallen mit dem Ding. Das wird wahrscheinlich helfen. Jetzt habe ich eh schon ein Haltbarkeitstalisman für das Skateboard und immer noch nicht so schnell kaputt. So. Okay, Zach. Let's go talk to our concierge. Machen wir. Ich sehe schon, ich glaube, für den nächsten 24-Stunden-Stream bleiben uns viele Spiele, die ich für diesen gekauft hätte, übrig. Was ziemlich cool ist. Das heißt, ich muss weniger Geld für den nächsten 24-Stunden-Stream ausgeben. It'd be impossible for us to find a white Gora all on our own in such a vast area. Welcome back, Mr. Morgan, sir. Hello there, concierge. Do you mind if I ask you a question? How may I help you, Mr. Morgan? I'm in need of a pressed white Gora. Do you know of a store where I could find one? The Lord Hungus? Correct. Jolly good, sir. In that case, please ask our bellboy. His hobby is pressing flowers, so I'm sure he'll be able to assist you. Ich meine, okay, er wollte Spinat und Bohnen und so weiter, das verstehe ich alles noch. Aber warum? Warum will er jetzt Anaconda-Häute und Eichhörnchenschwänze und eine gepresste Blume? Und wie soll ich mit dem Bellboy reden, wenn er hier steht? Das ist echt irgendwie doof. Ich muss wahrscheinlich kurz schlafen oder so, ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit die wieder durchtauschen. War doch beim letzten Mal zumindest so. Das stimmt, das stimmt. Muss ja nicht gleich nächsten Monat sein, ich sage nur grundsätzlich. Ich schlafe mal nur eine Stunde bis 11. Dann schauen wir mal, ob der Bellboy dann unten steht, der Hoteljunge. Nee.
Nee, da steht niemand. Er steht immer noch da. Wie soll ich denn mit dem Bellboy... Das ist schon ein bisschen nervig. Wie soll ich denn mit dem Bellboy reden, wenn da unten die ganze Zeit der Concierge steht? Vielleicht ab 12. Ab mittags. Die wechseln sich ja irgendwie durch. Aber ich kann mich nicht mal an die Uhrzeiten erinnern, wann wer wo zu finden ist. Nö. Jetzt steht der da immer noch. Soll ich mal nochmal mit ihm reden, wann er endlich weggeht? Hey, du da. Wann gehst du endlich weg? Mr. Morgan, did you find the pressed flower? No, not yet. Very well. In that case, please speak with our bellboy. I'm sure he'll be able to help you, sir. Ja, ich versuch's ja. Ich versuch's ja. Aber wie soll ich denn mit dem reden, wenn du der bist und du ein anderer bist? Quasi. Schlafe ich halt noch mal eine Stunde, Mensch. Samuel, ob er jetzt da ist. Nein, immer noch der da. Gibt's doch nicht. Beim letzten Mal haben die öfter durchgewechselt. Oder habe ich den Bellboy schon verpasst? Könnte sein, dass der Bellboy nur morgens da rumsteht. Und dann wäre jetzt dann wahrscheinlich plötzlich der Koch da. Und keiner von den beiden mehr. Da müsste ich bis morgen warten vielleicht. Könnte sein. Schauen wir mal. Er steht immer noch da. Jetzt wird es aber mysteriös. Das stimmt doch was nicht. Ich werde nie wieder den Bellboy sehen. Jetzt wartet mal, ich beruf den Bellboy mal mit der Glocke. Leider funktioniert es ja nicht so in dem Spiel, dass der dann stehen bleibt oder so, aber zumindest könnte ich vielleicht... Da ist sogar ein rotes Ausrufezeichen. Bin gleich da, wenn es dringend ist, frag bitte den Koch. Ah, okay. So hätte ich es machen sollen. Okay, alles klar. Gehen wir zum Koch. Hat mich schon gewundert, dass die nicht durchtauschen. That's what I'm talking about. Aber das you can't get das, rote, das rote Zeichen, das war falsch. Wahrscheinlich steht der Koch hier irgendwo. Genau. Got a minute, Chef? What is it, Mister? I got my hands full here. Do you know where I might find a pressed white gora? Now, what did I tell you? I'm a professional chef. I don't flap my gums about any old thing. If you want to know about the town, you best ask our concierge. Jetzt will ich wieder mit dem... Was ist denn... Also wirklich... Was ist denn das? Vorübergehend nicht besetzt. Bei dringenden Anfragen steht Ihnen unser Hotelboy gern zur Verfügung. Ah, jetzt steht er hier. May I ask you a question? Sure, boss. What's crack? I need to find a pressed white gourd. You like flowers, boss? Well, not exactly. But it's the will of God. The Lord hungers, ha! Excellent, David. Way to cut right to the chase. Do you know where I might find one? Sorry, boss. We only have one white gora bush in our garden. What's the problem? Well, yesterday I picked them all and pressed them, see? That's perfect. Would you mind giving one to me? Sorry, boss. No can do. What do you mean? I used all the pressed flowers I made to decorate a very special spot, see?
What spot? The bathroom on the first floor. The bathroom. Den kann ich doch wohl einnehmen, yes, oder? Yes, sir. So, I don't have a single pressed flower left now. Well then, I'll just go and grab one from the bathroom. Das ist echt super. Ich find's echt super. Das ist echt witzig. Die Dialoge sind so toll. Nee, tu ich auch gar nicht, aber es ist halt der Wille Gottes. Was will man machen? I wouldn't do that if I were you, boss. Taking a pressed flower from a bathroom into church? Ah, Jesus ain't gonna like that. Sorry, but it looks like you're all out of luck, boss. Ach, Jesus hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihm eine Kloblume bringe. Wo hat denn der bitte dekoriert? Da drin, oder wie? What? Zach. Deep South. Das ist mal ein Klo. Nicht schlecht. Aber wo sind die Blumen? The White Gora. Also known as the Whirling Butterfly. They certainly look just as beautiful as one. Never thought I'd ever have to pick a flower from a bathroom and deliver it to a church. But he left us no choice. Ist das... Das sieht so ein bisschen aus wie das... Nee. Nee. Did he, Zach? Vergesst es. God himself commanded us to carry out this very act. Therefore, I'm simply doing as I'm told. My own will has nothing to do with it. We never get to engage in adventures like these while living in the city, do we, Zach? No, the cases of the city are honestly quite boring. Who wants to fish through the garbage for a missing corpse's genitals? Oh, God. Or chase a stray bullet that got lodged into a moving taxi. Talk about stupid. And usually, it's all just a formality so that we can accuse a criminal who's been obviously guilty since day one. If I have to search for something, I'd much rather search for something out here. It's just so much more dramatic. This is the countryside, and it's sensational. So, gepresste Prachtkerze erhalten. The Lord Hungers Part 2 abgeschlossen. Ich werde von jedem What? You need a ride? Reisen. Okay, I'll call her in a jiffy. Why, Vern? The new cutting-edge transportation service. We'll come to you wherever you are. Why Vern? Ich bin nämlich auch gespannt, weil es hieß doch, ich kann von hier aus an Punkte reisen, an die ich normalerweise nicht reisen kann. Ich frage mich, ob das jetzt irgendwelche super specialigen, besonderen Sachen sind, oder wie, oder was. Oder ob das einfach nur Punkte sind, die ich eigentlich noch nicht freigeschaltet habe, oder so. Aber irgendwie wäre das komisch, oder? Hallo, Camillo. Guten Morgen. Na, komm schon, Spiel, du schaffst es. Noch ein bisschen laden. How's the investigation coming? Yeah. Must be going well if you're on the case. That's what I'm talking about. Come on, get in. Weiß jetzt nicht, ob es da jetzt irgendwie andere Reisepunkte gibt, die es sonst nicht gibt. Aber ist egal, auf zur Kirche. Oh.
mit Wyvern. Wyvern eher, ne? Der Y. Na dann. Wenn der jetzt nochmal mit irgendwelchen komischen Fetch-Quests ankommt, dann machen wir die auch noch. Wird eigentlich der Baum immer roter oder ist mir das früher bloß nicht aufgefallen, dass da hinten im Eck links Sonne drauf scheint auf die Blätter? Ich dachte, der war am Anfang ganz schwarz. Aber vielleicht stimmt's nicht. I sincerely hope this is the last of God's divine errands. That makes two of us. Three. Count me in. Heavenly. Truly heavenly. He threw away all the spam, the red beans, and the spinach. I don't believe this. All this time, he was only after the cans? Shh. Be quiet, Agent York. He's doing holy work. Just be quiet and watch. What a fragrant pressed flower. Thank you for this blessing, O Lord. Yes, Sack. As fragrant as a urinal cake. Behold! It is finished! Our Lord is enraptured! Take this, my lambs, and let it serve you! Das kriegen wir jetzt. Die komische Trommel mit dem... mit der Peniswurst vorne. Okay. Cool. Just take it, Agent York. Folks say Pastor Sanders' instruments have special powers. Special powers? Yes, it is the truth, my lost lambs. Have faith. The Lord guides me to create the perfect instrument for each citizen of our town. Each instrument's effects differ by person, too. In your case, you were blessed with three drums and a special flower. This is the will of the Lord. You must accept it and have faith. If you ever find yourself lost again, return to me at any time. Patty, I'm curious. Do you have an instrument too? Huh? Me? Of course not. Why would I ever want one of those stupid things? I'm fine just watching you adults play your silly little games. Zack, the pressed flower we took from the bathroom ended up coming straight back to us. Okay. Zweifelhafte Trommel. Vom Pastor Sanders erhaltene Trommel. Art und Wirkung des Instruments scheint von Person zu Person verschieden. Kann ich die jetzt wirklich benutzen? Und wenn ja, was passiert dann? Oder ist das eher so ein Questgegenstand? Oder ist es nur ein Gag? Man weiß es nicht. Hier ist sie scheinbar nicht. Nee. Na gut. Mal abwarten. Was jetzt eigentlich? Jetzt haben wir keine Quest aktuell. Gehen wir wieder, schätze ich mal. Gehen wir mal kurz speichern. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die Blätter nach oben fallen. Machen sie das schon immer? Verrückt.
total verrückt. Stimmt's? Sand Squid. Eher ein Chair Squid da hinten. Bunny Man and Chair Squid. Na 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 na. Hey Agent Squid. York, what's next? Das weiß ich jetzt auch nicht. Fear not, Patty. Our next stop is that stylish woman's house. Ah ja. Her name is Helena Doman, and apparently she lives in this town. What? You want to go meet her? You know her? Yeah. Everyone calls her Lena. Hey, how'd you figure out her name anyway? No one told you, right? That's true. No one told me. By pure chance, Zach and I happened to acquire this. We picked it up from the ground while the pastor was busy crying. Patty, this is a prescription for a female hormone medication. Which means this person is undergoing hormone treatment. Understand? It's the Oracle. This is the ticket to the goddess that we were meant to find at the White Hall. I just remembered something that Melvin said to me in the holding cell. Professor R isn't exactly a normal woman, according to him. Now it all makes sense, Patty. Lena Doman is the stylish woman we've been searching for. Professor R, in the flesh. You know, Agent York, you might actually have some talent after all. Yes, I'll be honest with you, Patty. Both Zach and I are extremely talented. So I hope you can trust us and continue working as our assistant. Okay, Helena Daumen. Wo ist die 1000 Meter oder Fuß oder wie auch immer in die Richtung? Vorbei an den diebischen Eichhörnchen. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Hunda, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of viele unterschiedliche Dialoge leider. Das war im ersten Teil schon sehr cool, dass während des Autofahrens quasi ständig neue Dialoge geführt wurden. Viel mehr auf jeden Fall. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. Skateboard shop. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ah, yes. Fast auf dem Weg. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Nee. Ich hoffe, die ist noch da und ich hoffe, die ist jetzt wirklich im Laden. Hi, Agent York. Die hat ja vorher irgendwie nicht funktioniert. Ah ja, okay. Reparatur. Let me take a look at your board. Aber sonst kann die hier anscheinend nichts machen außer reparieren. $10, nur bitte. Schade. You mind if I tell folks about how I got to customize a board for an FBI guy? Of course not. You're my mentor, after all. Really? Thanks. I reckon it might help out whenever I decide to open up my own shop, you know? I bet it'll make me famous. Official choice of FBI special agents. I'm gonna name it Emma's Skateboard Workshop. When that happens, I hope you'll expand and open up stores all throughout the U.S. Otherwise, I'll have to come down to Louisiana every time I need to fix up my darling. You trying to butter me up with compliments? Absolutely not, Emma. I'm serious. Your skills are top class. You figured out how I ride my board merely from the friction marks, then adjusted my trucks based on that. The wheel and bearing selection in your shop makes perfect sense to me. Your finesse with applying the deck tape was also impeccable. It's rare to find an artisan who thinks this deeply about her customers.
I now understand why you call this a workshop rather than a garage. Emma, you should be more confident. Zack and I both guarantee that you possess true talent in your craft. Agent York, you really believe I'm that talented? Wow, I'm so moved, I don't even know what to say. See you later. Oh, if you ever got any skateboard questions, I'll be happy to answer them. Hi, Agent. Aber customizen kann ich das jetzt nicht wirklich. See you later. Oh, if you ever got any. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, man kann da wirklich irgendwie, ne, so Designs draufkleben und weiß ich nicht und dies und das. Naja, vielleicht kommt das hier noch. Oder es hat es nicht mehr ins Spiel geschafft. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack?